Ja, Leute, was geht ab? Am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den lustigen WhatsApp-Fails. Und Freunde, was soll ich euch hier sagen? Seit Tagen, das Wetter ist einfach bombastisch. Ich genieße hier und da immer mal wieder mein Leben, doch mir fehlt eine Sache. Und ich glaube, es wird wirklich mal wieder Zeit dafür. Und genau aus dem Grund gibt es heute nochmal eine fette Portion Allmann-Humor. Ich bring mich um. Leute, auch wenn ihr es nicht zugeben wollt, ihr habt es alle vermisst. Und aus dem Grund gibt es ja heute nochmal die wohl lustigsten und coolsten WhatsApp-Chats. Ihr wisst es selber, ich liebe es. Und aus dem Grund, Freunde, lasst wie bei jedem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, würde mich riesig freuen. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg zu den 2,2 Millionen Abonnenten. Deswegen scheppert einen Daumen nach oben und ein Abo rein, Freunde. Wir starten rein und der Allmann-Modus ist aktiviert. Das gibt eine Anzeige. Hey, du hast dein Handy bei mir vergessen. Ey, hallo. Naja, dann halt nicht. Versteht ja weiß. Sein Handy ist ja bei ihm und er kann ja gar nicht antworten. Ich hab grad den Todeslachflech. Warum das? Mir war extrem langweilig, deswegen habe ich ein bisschen in der Bibel gelesen, die halt zu Hause rumlag. Plötzlich kommt mein Vater rein, sieht mich und schreit: Spoiler-Alarm, Jesus stirbt. Ja. Ich glaube, ich habe gerade meinen Finger gebrochen, ne? Oh, shit, Freunde. Digga, die sind so schlecht. Ich komme mir schon scheiße vor, wenn ich das Video überhaupt damit mache, ne? Ich schwör's dir. Hallo, wer bist du? Deine Tochter, Mama. Das muss ein Irrtum sein. Ich habe nur eine. Mama, das ist meine neue Nummer. Das war ja unlustig, sein Vater. Denkt. Sorry für die etwas verspätete Nachricht. Hab wie verrückt mein Handy gesucht. Oh nein, nicht schon wieder. Wo war's denn dieses Mal? Naja, also, im Toaster. Und drauf gekommen bin ich auch nur, weil mein ungetoastetes Toastbrot in meinem Bett lag. Mit eingestecktem Ladekabel. Oh Gott, voll verwechselt, ey. Und das, was ist das? Hä? Warum ist denn mein WhatsApp-Fail ein Bild von Odemanns Ausweis, Bruder? Leute, meine Klammer, hä, was ist das? Aber an der Stelle muss ich wirklich sagen, Odemann sieht ohne Bart, Real Talk, einfach genauso beschissen aus. Und Odemann, wenn du das hier siehst, oh, war das das Bild, was ich keinem zeigen sollte, oder was? Da habe ich mich jetzt, oh. Ja gut, wir machen weiter. Mom, ich habe, ganz kurz, Freunde, mal abgesehen von dem Chat, schreibt in die Kommentare, wer nennt seine Mama, wer nennt die Mom? Ich schwöre, ich habe noch nie in meinem Leben, ich bin noch nie zu meiner Mama gegangen, habe gesagt, hey Mom, hey Dad, hey Daddy. Bro, was ist das? Wer sagt zu seiner Mom denn Mom? Ich sag Mama oder so, aber doch nicht Mom. Schreibt es in die Kommentare, Freunde, aber egal. Mom, ich habe aus Versehen Cola verschüttet und dabei bin ich ausgerutscht und habe mir das Bein gebrochen. Ich liege im Krankenhaus, ist Cola auf den Teppich gekommen und ich schwöre, Freunde, ich kenne so viele Personen, die genauso antworten würden. Man hat sie verletzt, dies, das. Scheiß drauf. Hauptsache meinem Teppich geht's gut, Bruder. Schatzi, Hase, brauchst du noch lange in der Garage? Hallo, warum antwortest du nicht? Sorry, hab das Handy fallen lassen und finde es nicht mehr. Okay, hast du es gefunden? Nein, noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du es gefunden hast. Der Witz da dran soll sein, weil das Handy, also er hat's ja, sonst könnte er nicht schreiben und ja, ich hau jetzt nicht nochmal irgendwo gegen, weil meine Hand tut weh, Mann. Lösch dich. Boah, das ist schlimm, ne? Welches Ziel hast du eigentlich? Feierabend. Nein, längerfristig meine ich. Wochenende. Nein, ich meine so richtig langfristig. Urlaub. Ich brauche auch ein Monokel. Monokel sind cool. Wie heißt das dann eigentlich, wenn man zwei davon braucht? Binokel? Brille, Schatz. Brille. Okay. Hey, Papa. Hallo, mein Lieber. Wie geht's dir? Ich habe da mal eine kleine Frage. Wo ist das letzte? Ach, Papa. Ja, das ist so gut. Ich schätze euch, Freunde, Eltern und Technik, also Eltern und Handys und so, man kann es vergessen. Und ich schwöre, es hätte ich meinen Papa, hätte der keine Ahnung davon. Ich würde ihm sein erstes Handy geben. Es sähe genau so aus, Freunde. Wo bleibst du? Warte eine Sekunde. Ich bin in einer Minute da. Ja. Wieder zu spät. Wo haben wir? Niemals wirst du pünktlich sein. Raum 629. Steht davor, da ist keine Sau drin. Oh, sorry. 429. Du, ich glaub kaum, dass wir eine Damentoilette vorlesen können. Sag jetzt endlich. Ja, das wäre einfach ich, Digga. Ich schwör's euch. Würde ein Kollege von mir zu spät kommen oder so und ich könnte dafür sorgen, dass er noch zu später kommt. Bruder. Walla, wie leicht wird's machen, Freunde. Real Talk. Mein Papa im Auto. Oh mein Gott. Sitze, meinte ich.
Der nächste. Hey, was machst du so die Woche? Ich bin die Woche in Kroatien mit zwei Freunden. Okay, mit wem? Wo seid ihr und ab wann? Mit zwei Freunden in Kroatien diese Woche. Ja, das war eine geile Antwort. Man muss dazu sagen, das war eine geile Antwort. Habe ich schon gesagt? Das war eine geile Antwort. Also quasi wie halt eine Antwort, die halt einfach geil ist. Also das war halt quasi eine geile Antwort. Also quasi. Hey Bro, meine Mutter hat sich beide Beine gebrochen. Oh, die Arme. Nein, die Beine. Versteht ihr? Arme, Arme. Oh, tschüss. No! Ich habe meinen Eye-Tracker kaputt gemacht. Das ist rausgegangen. Hier ist die Technik drin. Oder da drunter. Es ist halt abgebrochen. Danke dafür, WhatsApp Fails. Sag mal was auf Chinesisch. Bonjour. Das ist Englisch, du Depp. Ich krieg inzwischen bei sowas einfach nur noch Aggression. Ich schwör auf alles, in den nächsten Monat werde ich kein WhatsApp-Face-Video mehr rausbringen. Ansonsten, ich schlag hier irgendwas kaputt. Allein im heutigen Video meine Hand fast gebrochen gefühlt, mein Stuhl fast kaputt gegangen. Das Ding ist kaputt gegangen. Boah, es ist so schlimm, wirklich. Sehen wir uns heute noch? Klar, bring am besten die Scheiße mit, dann können wir es direkt vergleichen. Bist du bescheuert? Scheine! Ja, aber wo, also wo war jetzt der also, der... Hilfe! Nächster Chat, Freunde, ich lasse zum Töten einfach die Sporthose an. Töten? Sag nicht, du hast wieder vergessen, was wir heute machen wollten. Ich habe bestimmt nicht zugesagt, jemanden umzubringen. Tönen, tönen, Haare tönen! Liebe NSA und sonstige Mörder, ich bin kein Mörder, sondern ein freilebender Mensch. Ja! Ich schwör's euch, Freunde, wie oft ich das mit Kollegen hatten. Wir haben irgendwie gelabert. Ich weiß noch früher, ich habe mit meinem Kumpel die ganze Zeit telefoniert, während wir Subway-Surfer gespielt haben. OG-Game. Und ich schwör's euch, Freunde, wir haben so viel Scheiße gelabert und wir haben immer zueinander gesagt, wenn uns irgendjemand abhört, wir werden direkt, Bruder, die würden direkt denken, was ist das, Junge? Weiter geht's, ich habe voll Bock auf Burgerkrieg. Was für ein Burgerkrieg? Was hast denn du für Probleme? Burger King. Weiter geht's rein mit einem übergeilen Chat. Und zwar zwischen Freundin und Freund. Der Arzt meinte definitiv schwanger. Aber er weiß noch nicht, wie viele es werden. Ist das dein Ernst? Ja, bei Katzen ist es immer schwer, etwas zu erkennen. Ich, 21, hatte soeben einen Herzstillstand. Verdammte Scheiße, Bruder. Ich fühl's. Chiquita. Chillig. Mano. Ciao. Puh, schwere Geburt. Yo, Jackson, nächste Woche Feuerstelle und Cocktails. Also natürlich nur, wenn du Lust hast. Klar, cool. Und außerdem ist das meine Feuerstelle. Und wahrscheinlich auch mein Garten. Aber danke, dass du mich einlädst. Also natürlich bin ich dabei. Aber danke für die Einladung. Ich schwör's. Ich fühl's auch anders, Freunde. Real Talk, wo ich so 18 war und so, ich war immer der Einzige, der schon eine Wohnung hatte. Und wenn wir irgendwas gemacht haben, wir waren immer bei mir. Und wenn Freunde mir geschrieben haben, Shisha-Fragezeichen, dann dachte ich mir, ja, Digga, aber safe wieder bei mir. Nächster Chat, und der ist schon so schlecht, dass eigentlich wieder gut ist. Schatz, betrügst du mich? Wieso fragt ihr mich das alle? Okay, Mann. Huhu. Ich war mit meiner Ma einkaufen. Das klingt ja nach totaler Begeisterung. Naja, ich glaube, sie hat 20 Hoden amputiert. Ah, Hosen abprobiert. Mir reicht's. Freunde, ich würde sagen, das war's für das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr lasst einen Daumen nach oben da. Ich weiß, es hat euch nicht gefallen, aber ihr lasst einen Daumen nach oben da. Weil die Chats so scheiße waren. Ihr lasst einen Daumen nach oben da. Aber auf Realtalk, Freunde, vorerst war das die letzte Folge, weil ihr habt es gesehen, die Chats, es wird einfach... Bruder, ich cringe mich selber weg. Ich kann das nicht mehr machen. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Ciao. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap, it might be mine. It might be mine, yeah, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer. I'm a racer.